Das ist eine lange Geschichte, das ist ja der Werdegang. Es fängt an eigentlich, sieht man es schon früher, da eben der Fall und dann sind diese beiden Skulpturen. Und das ist ein Flossenbürger. Das heißt, von der Idee her, du kannst ja an einem Stein, der benutzt wurde, um Menschen zu schinden, kannst ja keine Blumenvase oder irgendwas Liebliches machen. Das ist jetzt auf dem Bau ist wurscht, der Pflasterstor geht immer, aber sobald du in die Skulptur gehst, hat das Material gewichtet. Und deswegen habe ich da versucht, ein Sadismus, der aus einer Sexualität rührt, dass ich den thematisiere. Was beim Mann einfach war, das ist halt diese erbärmliche Erektion und das schon bis den Prometheus. Also das Herausfordern der Gottheit, die Schöpfe auch. Aber das Weibliche ist halt dann doch, das zeichnet ja eher, das Weibchen zeichnen eher Nehmerqualitäten aus. Aber es gibt nachkolorierte Aufnahmen von Lageraufseherinnen, weißt du, die haben ganz normal ausgeschaut, Zöpfchen. Und sonst was, das waren Sadistinnen, das war richtig ein Drecksack. Und das kommt halt auch aus einer schlecht sublimierten Sexualität. Weißt du, zack. Und das habe ich halt versucht zu thematisieren und dann bin ich erst einmal drauf gekommen, also die haben beide das gleiche Maß, 20, 40, 60. Nur einmal ist der Block in längs und einmal ist er quer und einmal aufgestellt und einmal liegt er, dass man mit diesem Format spielt. Und das Blockhafte, du schenkst das Bild auch nichts her. Also da ist der Nullpunkt, da ist der Nullpunkt. Da sieht man sowieso noch deutlich, das war der Rotblock. Da ist er noch und da ist er noch. Den sieht man ein bisschen, ich sehe ihn. Da ist er. Überall. Und das ist auch, um darzustellen, wie wenig Raum man hat. Also dass du wirklich drin bist. Dass du, und trotzdem die größtmögliche Skulptur herausholen. Und dann ist es so, dass der Beginn, wo wir vorher geschmeizt haben, lieber jetzt, wo ich 80% nur am Hauen bin, auch mit gröberem Werkzeug und schon wach bin und das Ganze versuche zu kontrollieren, weil ein Fehler, den du am Anfang machst, das Einteilen der Massen, wo sind die Achsen, wie drehe das sie und dann halt immer diesen Block ausnutzen, also diesen 90-Grad-Winkel hineindrehen, diese Geschichte. Das ist ja gar nicht möglich. Und da versuche ich in einem so einem absoluten Medium wie einem Stein, was jetzt wirklich weg ist, weg. Du kannst überhaupt nichts anderes machen. Also der Weg ist wirklich ganz wichtig. Und auch die Werkzeugspuren soll man bis zum Schluss sehen. Das leistet sich ja überhaupt keiner mehr. Ich habe jetzt 8 Wochen an das Thema. Das ist Hirsch. Aber das muss schon sein. Und da ist es halt zu versuchen, und das habe ich ja in der Ausstellung auch gesagt, etwas Unmittelbares und dann in einem so einem langen Prozess bis zum Schluss zu bekommen. Und da musst du halt dann echt aufpassen, aufs Engpassen, dass du das nicht irgendwie tot formulierst oder sonst was. Das ist natürlich jetzt schon ein heftiges Thema, aber das ohne zu moralisieren, sondern einfach schau dir das an, der ist hier. Und deswegen spare ich mir das Modell, weil es wird auch irgendwie unsportlich und langweilig. Also ich kann mir ja im Kanon, das ist ja nicht schwer, wo ist denn die Hüfte? Aber wie hoch ist die, wie weit geht da einer? Das entwickelt sich. Und es hat eine Dynamik, die, wenn ich das jetzt auf ein Modell runterkopieren würde, dann ist es halt ein Tonmodell, aber es war niemals Stein. Und so ist es halt wirklich, dass ich eine Freundin habe, ich bin sau gerne ein Steinmetz, da zeige ich mir also bei Zock. Weil in der Wirtschaft kann ich ja als Steinmetz nicht mehr arbeiten. Nicht einmal im restauratorischen Bereich. Ja, ist ja auch nur fein. Nein. Und diese Konsequenz, das hat mich zu dem geführt, dass ich dann wirklich sagen habe. Und gerade bei diesem Stück, also der Gefallene, das ist jetzt wirklich die Grobform. Also einen, den es aus vollem Lauf aufs Maul hat. Der erste Titel war, es ist nicht schlimm, wenn du hinfällst, es ist nur schlimm, wenn du wieder aufstehst. So denke ich inzwischen nicht mehr. Aber die ganze Dynamik findet in dem Stadium statt. Also wenn das nicht stimmt, wenn ich da keine Dynamik, wenn da nichts drin ist, dann kann ich ausformulieren, was ich mag, das bleibt langweilig. Also da muss passieren. Und eben von der Grobform dann noch weitergehen. Und die klassische Moderne bleibt eben in der Grobform stehen. Haben wir vorher mit dieser wunderbaren Frau geschmerzt, also auf dem Weg zu dieser Skulptur war ich im Wotropa, wobei dem das Wasser nicht reichen kann, aber das waren natürlich dann Flächen. Da ist, du wirst Kopf,
du wirst Schulter, Arm, du bist Oberkörper und das sind Quade. Und das hat schon während des Anlegens eine große Dynamik, eine gewisse Dynamik, die muss man aushalten. Und dann, wie, dann bringe ich das wirklich weiter. Und da ist genau eigentlich der Punkt, wo ich sage, jetzt würde ich in die Abstraktion finden. Also das ist dann die erkämpfte Abstraktion, wo ich aber sage, nein, das haben wir jetzt schon, also noch Malevich, was möchte ich überhaupt abstrahieren? Und jetzt einmal in die andere Richtung. Deswegen auch die Marmore und die Arbeit im Zustand. Der Renaissance-Mensch, der war von einem polierten Marmor, war der baff, das hat der nicht gesehen. Und heute ist ein rohbehauener Marmor, das kennt keiner mehr, weil es dem Baumarkt zuscheißen, mit polierte Fenster, Treppenstufen, Küchenarbeitsmarmor. Die Kamera weg, da ist es eitel.